haben wir den zweiten Teil. Und ich hatte vorhin noch irgendwie so einen klugen Spruch eigentlich auf, die auf den Lippen, dass man sagt, haltet euren Arbeitsplatz sauber. Na? Ja, ne? So kommt das dann, wenn man viele Sachen hat. Also viele Sachen nicht. Genau, das stimmt, aber... Ja, kommen wir tatsächlich jetzt mal dazu, dass wir mal ein bisschen sprayen, dass jetzt mal die lustigen Sachen kommen. Und da würde ich einfach mal starten. Ich habe mir ein ganz cooles Faltergut. Das ist so quasi so eine kleine Staffelei. Ja. Wenn man mit mir am Tisch sitzt und man will dann mal Spaß machen. Arbeitsfläche ist eigentlich ein Tablet-Halter. Hm. Ja, aber da kann man tatsächlich auch mit verschiedenen Anstellwinkeln kannst du das Ding eben schnell nutzen. Du kannst dann da, wenn man Sachen auf dem Papier sprayt, also Figuren macht man halt da. Wenn man halt auf dem Papier sprayt, dann nutzt einem auch die beste Absauganlage nichts. Dann müsste man schon irgendwas haben, was nach oben irgendwie absaugt oder so. Oder draußen machen oder so. Bevor ich jetzt aber Figuren anmale, wollte ich es halt hier mal an Papier schreiben, wie es funktioniert. Muss man ein bisschen Luft. Macht er nichts. Lass ein bisschen pumpen. Ein Tipp, wenn man die Farben, wenn man die ein bisschen mischen will vor Start, gibt es einen ganz kleinen schönen Trick, wie man sich das Leben ein bisschen einfacher machen kann. Schütteln. Nebenschütteln. Also einen Trick gibt es, indem man kleine Muttern mit in die Flasche gibt. Und wichtig dabei ist, dass das Edelstahlmuttern sind. Weil alles Verzinkte, das wird irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie angegriffen und gammelt vielleicht weg oder so. Deswegen, ich habe mir mal so einen 100er Pack von diesen Edelstahlschrauben geholt. Und dann kann man dann tatsächlich schön mal die... Bitte? Ja. Die Klickerdosen anzuwenden. Und hier ziemlich einfach eine kleine Mutter reinschmeißt und jetzt schüttelt. Natürlich ist ja Haha! Da kannst du wirklich viel, viel effizienter deine Farben mischen. Es kostet nur ein paar Cent. Habe ich für alle meine Farben gemacht. Ich lasse die Schrauben noch hier. Wenn ihr das mal probiert, schmeißt vorher eine Mutter rein. Und hier kannst du die wirklich echt sauber mit mixen. Was noch ein zweites cooles Tool ist, und das ist ein Aufsatz, ein Exzenter-Aufsatz für einen Akkuschrauber. Da kannst du nämlich oben die Flasche reinstellen und nimmst einen Akkuschrauber. Und dadurch hast du eine Exzenter-Bewegung und sowas und dadurch wird die Farbe auch super durchgemischt. Na, also wenn wir hier einen Akkuschrauber hätten, na, dann kann man schön das Ding irgendwie einspannen. Und dann hast du wirklich eine perfekt gemischte Farbe, weil wenn die wirklich irgendwie halt ein paar Monate steht oder liegt, dann setzen sich halt die Pigmente an einer bestimmten Stelle ab. Und deswegen immer gut durchmischen. So. Wie gesagt, ich arbeite immer mit einem Druck zwischen 1,5 und 2 Bar. Da habe ich meine besten Erfahrungen mitgemacht. Liegt aber, wie gesagt, auch an der Farbe dran, die man da
Und dann reicht es tatsächlich, die fette Mischung, ein paar Tropfen in den Behälter. Man braucht echt nicht viel. So, wenn ich jetzt drauf drücke, nur die Luft, da passiert gar nichts. Also es gibt keine Farbe, die da jetzt durchgeschossen wird, sondern erst, wenn ich den Hebel nach hinten ziehe, dann sieht man einen kleinen Farbnebel, weil ich relativ weit weg bin. Und je näher ich rankomme, desto feiner kann ich jetzt meine Linien ziehen. Und wenn ich ein bisschen mit der Luft irgendwie ein bisschen durch den Rumpf trainiere, dann habe ich ein ganz anderes Bild. Ganz fein dosieren und sowas in der Verbindung halt mit der Luft, die da durchkommt, zusammen mit der Farbmenge, die man aufträgt. Also du kannst ja feine Linien zeichnen, du kannst aber auch wirklich flächige Farben kannst du auch malen. Und auch wieder, wenn man wieder drauf drückt, es kommt keine Farbe raus, erst wenn der eben nach hinten gezogen wird. Es gibt dann halt so Techniken, dass man dann halt mit irgendwelchen Schablonen arbeitet und dann sagen kann, okay, da gibt es ganz verschiedene Techniken, wie man wirklich Schattierungen hinkriegt oder Schattenwürfe, wie man Spiegelungen hinkriegt und sowas. Da gibt es auch im Internet gibt es unglaublich viele Tutorials, die sich zum Thema Starten mit Airbrush irgendwie beschäftigen. Wie nutze ich Schablonen, wie nutze ich irgendwie fertige, ja, es gibt so Musterkarten, wo man irgendwie Sternenhimmel mit generieren kann und sowas. Ne? Und tatsächlich auch so für kleine Kinder, da gibt es wirklich viele Vorlagen, das sind halt kleine Comicfiguren, dass du dann zuerst in Rot, was ich, das T-Shirt malst und dann sind die anderen Körperteile, die sind dann ausgeschnitten und dann kannst du dann halt mit anderen Farben übergehen, dass du dann kleine Comicfiguren irgendwie erwaschen kannst. Ne? Jo. Und da würde ich jetzt einfach mal heben, mal so eine Pistole in die Hand drücken, dass er einfach mal ein paar Linien zieht. Du kannst auch deine Pistole nutzen. Ja, jetzt wäre jetzt mal die Vergleichsfrage mit Farbe, Pistole, dünn, dick. Du kannst es auch mit deiner Farbe. Genau. Genau. Ja, das kenne ich ja schon, deswegen will ich gerne mal den Vergleich haben. Genau. Du brauchst auch keine Angst haben vom Reinigen, das geht relativ gut. Ich dürfte jetzt eigentlich schon. Guck mal drauf. Du hast ihn nicht aufgedreht. Den Minder. Ja. Ja. Ich hab schon gedacht, bei dir ist. Jetzt. Klar. Bevor man nämlich im Prinzip erklärt, wie man das Ding hält, muss man nicht einfach mal ein paar Mal. Wenn du nur drauf drückst, dann kommt die Luft. Mhm. Und wenn du den Hebel nach hinten ziehst, dann kommt die Farbe. Dann musst du ein bisschen aufpassen mit dem Farbbehälter, dass du den nicht zu stark mit zur Seite drehst. Weil dann läuft die Farbe. Auf. Und gerade dafür, Deckel, ne? Ja. Genau. Und gerade dafür gibt es dann so kleine Deckelchen. Mhm. Die sind aber weniger dafür da, dass die Farbe ausläuft, sondern dass da nicht zu viel Staub reinkommt. Ah. Na, wenn du nämlich halt in einer staubigen Umgebung bist, dann landet das alles in deiner Farbe. Okay. Und deswegen macht man deswegen den Deckel drauf. Sind die Größen genormt? Passt der hier möglicherweise auch drauf? Oder? Ich glaube nicht. Nein. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Hast du noch mal eine andere Farbe da? Das ist dann frisch. Ja, zum Beispiel ein Blau. Hast du da schon eine Mutter drin? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob man da eine Mutter reinmachen kann, ob die. Achso, ist zu klein. Ja, es kann sein, das sind die Farben gewesen, ob die so überhaupt in abnehmbaren Dingen sind. Ja, geht die Farbe dann so zur Seite? Hier unten dann dunkleren Ton drauf machen. Ja. Und dann vielleicht. Kann man natürlich machen. Aber es ist natürlich
klingt ungünstig, das so zu machen. Weil wenn du einen Farbwechsel hast, dann hast du auch deine alte Farbe drin. Ja, ist jetzt klar. Ja. Wenn du nämlich einen Farbwechsel machst, sage ich deine aus. Schwarzes Papier nehmen, dann seht ihr mal, wie die Farbe deckt. Die Deckung ist, genau. Das ist gar nicht so schwer. Möchtest du schwarz oder weiß? Ich würde es am besten Sitz machen. Da kriegst du die Pistole, glaube ich, am besten. Egal welche Farbe. Für Farbe genommen? Ja, cool. Hast du da die Erfahrung, ob das besser ist mit weißen oder. Also was ich tatsächlich machen würde, dass ich mir Modelle extrahieren würde. Dass wir so ein einfaches, helles, wie hellgrau oder hellweiß Fundierspiel aus dem Autozubehör. Dass die noch ein bisschen als Füller. Wenn du halt irgendwie halt mit PLA wie mit normalen Druckerdruck, dann hast du halt die Rillen. Und wenn du halt mit so einer Grundierungsfarbe rübergehst, dann werden nochmal die Poren ein bisschen geschlossen und sowas. Ja, okay. Und da kannst du dann ideal tatsächlich mit der Farbe rübergehen. Ja. Aber wahrscheinlich weiß trotzdem am besten, oder? Ja, klar. Ja, ja. Das ist auch generell, man fängt auch erst mit den hellen Farben an und dann mit den dunklen Farben. Weil wenn du erst dunkle Farben als Untergrund hast und da eine helle Farbe drüber und die deckt vielleicht nicht so richtig hin, das ist der Effekt, der ist also andersrum sehr viel besser, wie gesagt, immer von helle ins dunkle. No. Und jetzt die Dinger da hinten, hast du das irgendwie, hast du das per Hand gemacht oder hast du das irgendwie mit Schablone oder? Das habe ich mit Hand gemacht. Was? Aber tatsächlich, du musst halt ein paar Mal üben. Also das ist. No. Und auch die Farbwahl ist dann irgendwie auch, das dann irgendwie, ich meinte irgendwie einen Hautton getroffen zu haben und der war dann noch ein bisschen anders. Ja, nach dem Urlaub, ne? So frisch aus. Wie schaffst du das echt, diese feinen, so genau zu treffen, dass du nicht übermalst irgendwie? Das ist der große Trick. Also, gerade also das ist, je feiner das wird, desto schwieriger wird es. Ja, also du kannst, wenn du noch so eine Größe hast, das geht noch relativ gut, je kleiner das wird. Ne? Ja. Deswegen habe ich auch zum Beispiel die Augen nicht angemalt, weil die Augen, das kriegst du nicht hin. Da musst du tatsächlich irgendwie mit einem super kleinen Pinsel oder halt auch mit einem Zahnstocher. Also, ich habe hier auch bei dem zum Beispiel, bei dem die Zähne zum Beispiel. Die Zähne habe ich mit einem Zahnstocher tatsächlich. Du hast ja auch ein bisschen blaue Zähne. Ja. Also die Zunge, die kann man auch relativ gut sprayen, das geht auch ganz gut, aber tatsächlich hier auch die Augen, das habe ich dann... Zunge? Ich muss das Ding machen. Ich bin nicht solche Bläschen, das ist es. Bitte? Ich bin nicht so Bläschen, das heißt... Das ist nicht schlimm. Das machen. Das hier ein Resin-Druck? Ja. Ja, ist natürlich super feiner, ne? Ja, genau. Ja. Das geht ja. Ich hatte ein bisschen. Die Nadel rüber. Bitte? Die Nadel, ja. Ich nehme mal einen der Schenkel. Und die Wasser verlieben. Das weiß doch nicht, wie weg ist, ist natürlich schön. Wer was?
Das denkt ja richtig, das weiß ich nicht. Ja, schon weiß ja. Ja gar nicht mehr. Scheiße. Das Blau war auch nicht schlecht. Kein Spucken. Würfel mal. Was wir jetzt mal machen können, wir machen jetzt mal einen vernünftigen Farbwechsel, indem wir nämlich den Rest aus der Pistole durch diese kleine Öffnung einfach leer sprayen. Aber jetzt rein, oder? Aber rein um ins Loch, genau. Und dann den Hebel nach hinten ziehen natürlich. Wie? Den Hebel auch nach hinten ziehen, dass er auch Farbe kommt. So, und dann mit normalen Glasreiniger. Jetzt kann man schön mit Glasreiniger. Aber das war's auch. Genau. Und jetzt läuft nämlich die Farbe. Da ist so ein, das ist aufgebaut als so eine kleine Mauer, so eine kleine Wand. Da sprühst du praktisch deine Farbe gegen, die läuft dann ins Wasser rein und sprüht sich halt den Behälter auf. Oder mit dem Wasserdampf oder so raus, ne? Ja, das ist im Endeffekt, du drückst ja Luft rein und im Endeffekt, die muss ja auch wieder raus. Und da ist ein kleiner Filter ist da drin. Genau, und mit der... Machst du mal so lange, bis dein Behälter einigermaßen sauber ist. Da kann man auch mit einem kleinen Lappen oder was nochmal einmal kurz reinwischen, wenn da noch Reste sind. Aber so macht man tatsächlich die Pistole zumindest insoweit sauber, dass du einen Farbwechsel hinkriegen kannst. Eine richtige Reinigung macht man am Schluss. Wenn man mit einem Punkt reinigt. Diesen Topf, den man kaufen kann, da gibt es dann auch wie so vieles, gibt es dann halt ein 3D-Druckmodell, dass man sich halt ein normales Glas irgendwie nehmen kann, man macht den Deckel irgendwie leer, klebt da halt irgendwie das Plastik drauf, hat einen kleinen Filtereinsatz da drin und dann kannst du das gleiche auch hier zum quasi Nullkostenpreis machen. Da jetzt den Reiniger rein? Ja, genau. Aber kleines Taschentuch, dann könnte man es einmal auswischen und dann könntest du tatsächlich die nächste Farbe reinmachen und dann hast du einen relativ sauberen Farbwechsel. Weil wenn man das vorher nicht reinigt, dann kann das auch mal sein, wie bei einer Drucker, dass du dann halt in der Düse noch irgendwie Restfarben hast. Bitte? Jeder, der schon mal irgendwie schwarz in seiner Düse zu Hause als Filament drin hatte und dann trug eine helle Farbe, bis das Schwarz komplett raus ist, das dauert erstmal. Ne? Das stimmt. Ja, und das Prinzip ist halt genau das gleiche hier. Also die restlichen Farbsachen. Also, und dann machen wir mal kurz ein Bild rein.
Da ist noch so. Restholz. Aha. Andi geht eine Runde aus. Genau. Schnapsbändchen. Die Bar mit dem Glasreiniger. Blumkurasu. Genau. Ja, danke. Auf Ex. Auf Ex. Das ist ein bisschen mehr so wie die Lachenputzbrasse. Ja. Ja. Wie gesagt, die Reinigung, die wir jetzt machen, die ist tatsächlich, das ist keine wirkliche Reinigung. Du hast da wirklich nur den Farbkanal, der gereinigt wird. Das wird nicht die gesamte Pistole gereinigt. Das machen wir aber gleich nochmal am Anschluss. Ja, und wir können es einfach mal probieren, dass wir die. Das ist eine gemischte Farbe. Das ist auch so. Ja. Das müsste auch nicht drin sein. Ein Schröpfchen also das. Schröpfchen sind Motoren sind hier. Ja. So. Ich würde nämlich mal einfach mal bitten, seht ihr nämlich mal, wenn man sehr dickflüssige Farbe hat, was dann passiert. Wenn alles gut läuft, hast du ein schlechtes Ergebnis. Das ist ein Gewollt. Das kommt auch raus, tatsächlich. Aber eigentlich verstopft das jetzt die Düse, oder was? Also eigentlich ist die Farbe zu dickflüssig. Ja, man merkt das schon. Ja. Also man merkt das in Unterbrechung. Ja. Dann kann man tatsächlich damit arbeiten, dass man den Druck ein bisschen hochdreht. Hast du den Druck erhöht? Manchmal hilft es auch einfach nur den Druck zu erhöhen, aber dann hast du ganz schnell, wie gesagt, diese Kleckse, diese Spritzer. Ja, du spritzt ja auch einen richtigen Durchgang da schon wieder. Genau. Richtig durchgehen und Strichen zu machen, ist nicht so einfach. Ja. Nichts ärgerlicher, wenn du wirklich ein Modell hast, bist damit quasi fertig. Dann hast du dann irgendwie noch, im letzten Strich hast du noch irgendwie ein paar Klecks und sowas und musst nochmal von vorne anfangen oder so. Und dann nochmal grundieren, nochmal mit den Farben drüber und so. Weil du kriegst die Farbe auch nicht mehr gelöst. Also, da musst du dann komplett sagen, okay, ich grundiere mir das nochmal in einer Farbe. Wenn ich jetzt so dieses Problem habe, kann ich jetzt einfach was von dem Cinnerlight irgendwie einfach zumachen? Ja. Oder muss ich es irgendwie vorher verrühren? Vorher verrühren. Weil jetzt hast du einen Daumen drauf und dann. Ja, es geht tatsächlich. Es funktioniert. Du hast aber tatsächlich, wenn du das in diesem Behälter machst, hast du keine wirkliche Mischung. Nee, weil das muss man extra machen. Ja, genau. Genau. Aber das ist tatsächlich dann mal ein schöner Effekt, dass man sehen kann, dass Farbe auch sich anders verhält. Nur mit dieser Farbe. Ja. Dann sieht man nämlich mal, wenn das sehr, sehr, sehr. Ach, das ist sehr die Ultradünner, ja. Genau. Mach da einfach mal ein paar Tropfen rein. Das ist auch schon sehr dünner. Ja, da spatzt nämlich jetzt hier, ne? Also, wir haben jetzt eine feine Ebene und zwischendurch kommen wir mal fette Plätze raus. Der hat es
wird schwarz halt hier. Der Mensch möchte hier, hier weiß es nicht, auch Wasser. Das ist eine Galaxie. Ah, hier, stehen Sie. Genau. Bevor Thorsten anfängt, wenn ich das mit meinem Haras scheitern hier. Nein, nein, du kannst das ganz gut. Ich komme jetzt mit dem Gegenteil. Ja, okay. Ich komme jetzt mit dem Ultradünn. Ja, so, jetzt nochmal. Mach dich mal dünn. Ich mach mir jetzt mal ein Ultradünn. Wow! Ja, aber das ist schlecht. Ja, das ist psychedelisch, wenn das jetzt so, ne? Das ist natürlich für uns Unschlagungsspiel, ne? Aber klar, es ist schwierig, das Ding zu machen. Ne? Richtig. Also, du kriegst keine einheitliche Fläche. Und es läuft. Oh ja, ja. Also, wenn Aquarell kann man das damit machen. Sicher, toll. Schön. Also, alles an der Daseinsberechtigung. Also, aber du meinst, wie ich sie nicht fest mache. Boah, das wird mir das mega feucht. Ja. Ja, das ist so scheiße. Ja, manchmal will man sowas haben. Also, ja, genau. Also wenn man so psychologisch das haben will, dann ist das genau richtig. Da kommt man deine Farben durch. Ja, wird intensiver. Geil. Wow, sie reicht. Was sie da machen. Also, das könnte man auf dem Samstag auf dem Flohmarkt, ne, für 20 Euro, ja, das verkaufen. Ne? Ja. Ja. Das müssen wir einmal verstehen. Also den Namen drunter. Ja, oder einen Flacker machen. Umgebung. Und aus dem letzten Jahrhundert. Jahrtausend. Genau. Das ist eine Lehrstudie von Picasso, also noch in einer Lehre. Ja, genau. Die Picassos 3 Jahre. Genau. Das ist wirklich nur, wenn ich jetzt diesen Stern in den Ja, aber so ein Arsch hast du in Photoshop ja auch. So ist es nicht. Aber dann musst du ja einen Drucker haben, der das genau auf der Lage treu raushaut. Der ist auch eher überrascht. Aber die richtig hohe Kunst sind tatsächlich Figuren. Also das ist ja das, was interessiert. Ja, toll, jetzt ist natürlich. Und was natürlich auch ganz spaßig ist, ich habe hier mal tatsächlich eine Vorlage ausgedruckt, irgendeine beliebige Figur, Mandalorian war es in dem Fall, und weiter, und das dann, also schwarz-weiß und dann ja, so ein bisschen malen nach Zahlen, dann mit Nackt-Airbrushen, also das dann versuchen, Decken auszufüllen. Also, und tatsächlich auch eine gleichmäßige Fläche zu kriegen. Richtig. Ja. Vor allen Dingen auch eine Fläche, wo auch die Kanten, du hast nicht ganz oft, du hast ja so eine Bewegung, dass du immer hin und her gehst. Und das dann ganz oft, dass die Kanten halt irgendwie doppelt halt die Farbe halt besprüht werden. Das siehst du ganz oft in sowas, bei irgendwelchen Sachen, die gesprayt worden sind und sowas, dass die Ränder, wo du ganz genau weißt, hier hat er abgesetzt und fängt wieder von vorne an in die andere Richtung. Ja, und deswegen wird da ganz viel mit Schablonen gearbeitet. Ja, dass du wirklich nur einen Ausschnitt hast, den du sprayst, ja, und malst dann über die Schablone halt über deine Bewegung drüber. Richtig. Hast dann in der Mitte diesen Ausschnitt in der Schablone, das ist dann deine Fläche, die du wirklich gleichmäßig bemalen möchtest. Das hier, ja. Das ist dein Farbelimeter. Bitte? Kannst du tatsächlich, genau, das kannst du ein bisschen nach hinten drehen, dass du den Weg des Hebels ein bisschen, dass du sagen kannst, ich will nur bis zu einer maximalen Farbmenge für dich das freigeben. Und dann kannst du den tatsächlich hinten ein bisschen. Okay, das ist nochmal gesprochen. Ja. Und dann sind reinigen? Das machen wir gleich. Das ist. Ja, du musst ins Bett, oh Mensch, jetzt schon. Okay, so, wir haben ja. Aber das können wir tatsächlich jetzt auch angehen. Jetzt haben wir ja 2 Pistolen, die wir früher oder später sauber machen müssen. Und dafür haben wir dann sehr coolerweise. Ein Ultraschallbad. Ja, bräuchten wir gleich mal, können wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen Wasser holen, oder dies vielleicht gleich mal mitnehmen, und gehst zur Hälfte mit Wasser vorne an. Das ist aber auch, danke. Kommen wir da durch? Nee, da hast du nicht. Nee, da nicht. Da sind wir auf der Raumseite. Boah, ich war doch schon seit 2 Jahren nicht hier. Du kannst aber sagen, ich bin eben drüben gewesen, Tobi. Das ist das kleine Waschbecken unter der Treppe. Dann müssen wir aber vorher Licht machen. Ja. Ich bin nämlich eben bald über den Stuhl gestolpert.
Obwohl, geht's nicht hier durch? Ja, aber nicht verbraucht. Ja, aber dann haben wir noch nicht fertig. Ich sind auch Mittwoch eingeladen. Ich habe auch keinen Bericht hier. Du bist aber Mittwoch eingeladen. Ah, okay, danke. Ich glaube, das hat Spaß gemacht jetzt. Ja, das fand ich auch gut. Ich habe hier ein bisschen gefummelt, da ein bisschen gefummelt. War ein bisschen laut, was ihr da gemacht habt, aber. Zwischendurch auch nochmal, was man sich auch gut drucken kann, das sind tatsächlich hier so Pistolenhalter. Die ganz viel gut irgendwie, weil draußen vorhin schon probiert, klappt gut, die da anzuhängen. Ne? Also die. Der Kompressor, der hat zwei Pistolenhalter. Aber wenn der vielleicht nicht ganz zentral irgendwie steht, dann sollte man sich mal über das Hingewürst nochmal probieren. Ja, wir kommen mit einem Brötchen raus hier. Alles vom Guten raus. Ich gehe davon aus, nur auf, ja, das ist fest. Ich gehe davon aus, das kriegst du jetzt auch nicht mehr raus. Ja, toll. Ja, ja, was? Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. Weil wir müssen sowieso nach Beendigung der Arbeiten muss das komplett sauber gemacht werden. Also jede Pistole, weil das ist echt wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn die Arbeiten echt beendet sind, die Pistolen müssen richtig sauber gemacht werden. Ja, kannst du es gleich nochmal sagen, wenn die Kamera läuft? Hast du die Läufe? Okay. Wenn man das den Abend oder den Nachmittag nicht macht und die Farbe trocknet richtig ein, dann ist das schwierig bis unmöglich, die Pistole nochmal im Nachhinein richtig sauber zu kriegen. Ja. Also denkt daran, ne, wenn ihr eine Pistole in der Hand kriegt, die nicht mehr sprüht, dann war der Vorgänger. Ja, da steht kein Name. Die benutzen wir nicht. Die benutzen wir nicht, tatsächlich. Das sind so normale Schlauchadapter, wie du dann, wenn du so einen Gummischlauch hast. Aber dadurch, dass wir hier so Schnelladapter haben, die können wir auch gleich austauschen, dass wir. Da sind nämlich diese Knöpfe hier dran, genau. So, Reinigungsbad. Hälfte Wasser, Hälfte Scheibenreiniger. Das ist eine ganz gute Mischung. Und da kann man jetzt tatsächlich. Kannst du da noch in den Farbbehälter noch das Taschentuch ein bisschen reindrücken, dass da nicht so ganz so viel drin ist? Ja, das ist auch nicht so. Und den Farbblock, dass du da einmal mit dem Taschentuch reingehst, dass du den Rest dann mit dem Taschentuch hast. Das kriegst du nicht durch die Pistole jetzt geblasen. Das ist das viel lieber. Doch, geht. Geht schon wieder. Okay. Vor drei Dingen erstmal ausblasen, also bevor wir uns. Wir müssen die sowieso komplett irgendwie auseinandernehmen, aber dass da nicht zu viel Farbe noch drin ist und sowas, weil das verschmutzt einfach rein. Das ist mit der ganzen Zeit. Genau. Da ist es so gut. Ja. Ohne dieses Thema natürlich. Zwischendurch nochmal einen weiteren, ganz elementaren Tipp, was man, was man nicht machen darf, die ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wenn die Nadel drin ist und richtig eingestellt ist, dass man den Hebel, wenn man den hinten sieht, nicht nach vorne stellen lässt. Weil was passiert nämlich, die Nadel, die knallt vorne gegen die Düse und weitet die Düse. Davon geht tatsächlich die Düse kaputt. Ne? Die ist dann nicht mehr richtig dicht, hat nicht mehr den richtigen Durchmesser. Und ja, also man kann die tauschen. Das ist ein Ersatzteil, was man noch nachbestellen kann. Aber wenn man einfach diese Klickbewegung nicht macht, ich habe jetzt die Düse raus, die Nadel rausgenommen, ne? Dann macht man sich wirklich die Düsen kaputt. Und macht es nicht, bitte. Ne? Einfach nicht loslassen, sondern einfach wieder nach vorne schieben. Und dann ist alles gut. Und auf die Nadel aufpassen, die verbiegt auch sehr leicht, dann ist er auch hin. Ne? Man kann sich die Nadel auch irgendwie in den Finger hauen oder so, das geht auch ganz fix. Das ist auch nicht wenigen passiert, also mir auch schon. Okay. Also die ist echt verdammt. Schade. Man kann alles falsch machen. Nein, das waren die Fächer, ich meine, gerade zu Weihnachten oder so. Ja. War geil. Das würde mich freuen. Ja, meiner Tochter habe ich schon verschiedene. Wollen wir mal die erste Pistole? Die ist hoffnungslos. Die kannst du, die ist hier, die ist. Oh, das geht auch schnell. Das
Also wenn du schnell gucken musst, kannst du so abziehen. Ja. Geil. So, jetzt habe ich mal zu rüber. Ja. Hier kann man jetzt andere. Das mache ich mal einfach. So. Du kannst einfach alles auseinanderschrauben. Alles? Bis es nicht mehr geht. Alles. Kriegt man ja nie wieder zusammen. Doch, wirklich. Ich glaube nicht fokussieren. Jetzt sagst du, kann man alles auseinanderschrauben. Also, Also das hintere Teil brauchst du nicht säubern, das ist nicht mit Farbe in Verbindung gekommen. Auch der Druckluftanschluss, also das kannst du komplett abziehen. Das denn? Genau. Hast du den Finger in die Farbe gemacht? Oh nein. Einfach rausziehen jetzt. Genau. Ist ein bisschen verliegend, aber. Und tatsächlich. Also was wir nicht brauchen, das ist dieses Teil sauber zu machen. Und auch dieses Teil. So. Wenn die Farbe, wenn die jetzt, wenn die Nadel, wenn die verschmutzt ist, die Nadel immer bitte nach vorne rausziehen. Weil wenn man sie nach hinten zieht, dann zieht man die gesamte Farbe noch in dem Bereich, der bis jetzt noch nicht mit Farbe in Verbindung gekommen ist. Na, also wenn man es da vorne rauszieht, passiert nichts. Dann braucht man diese Teile nicht zu reinigen. Genauso wie das Ventil. Das kannst du unten abschrauben. Das hat ja auch keine Farbe abgekriegt. Das kannst du auch hier mit hinlegen. Das muss nicht gereinigt werden. Und jetzt kannst du hier den Hebel, den kannst du nach oben ausziehen. Der hat auch keine Farbe abgekriegt. Aber alles andere. Das, was los ist, drin. Das, was los ist, drin, das ist sehr gut. Nein. Doch. Finde ich meist nicht so. Das ist. Ja. Das ist noch so ein kleiner Hebel. Das ist meine alte Pistole. Die ist tatsächlich etwas anders aufgebaut wie die neuen. Da haben sie nämlich tatsächlich eine Verbesserung gemacht, dass man dieses kleine Teil nicht mehr einzeln hat. Ah, ja. Das kannst du in dieser Pistole, ist das eine Einheit und da kann man es rausnehmen. Ja. So, und dann aber tatsächlich auch vorne den vorderen Schutz, mechanischen Schutz, dann auch die Düse. Was hast du jetzt da für eine Mischung drin? Also Hälfte war ja mit Wasser voll. Hälfte und Wasser und Hälfte Geschirrspüler, Fensterreiniger. Der schäumt aber schön. Ja, Hälfte Wasser und dann nochmal. Und hier könnt ihr das. Man kann es nicht sehen, aber tatsächlich, das ist eine Düse, ja, wo nochmal die Nadel nochmal durchgeht. Ja, also das ist echt sehr filigrane Technik. Genau. So, auch das kann man komplett mit ins Reinigungsbad. Und dann tatsächlich auch am Schluss dieses Teil. So. Und jetzt nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Ein Ultraschallbad betreibt man nur mit Flüssigkeit. Wenn da nämlich keine Flüssigkeit drin ist und man schaltet das Ding an, dann ist dieser, da ist ja so ein Magnetotron, also hier so ein Schwingungserzeuger ist da drin, so ein Piezo. Und wenn der leer läuft, dann kann er kaputt gehen. Deswegen ein Reinigungsblatt immer mit Flüssigkeit nutzen. Ist das schon ein Bild? Nee, da drückt man an. Dann kann man auch schon sehen, wie sich da die Farbe so ist. Na, da kann man schon erahnen, wie effektiv das ist. Das kriegst du mit keiner anderen Technik, bekommst du so gereinigt wie mit dem Ultraschallreiniger. Deswegen ist es auch nicht umsonst, dass man damit auch seine Gewisse oder seine oder Brillen beim Optiker und sowas, dass sie das auch mit Ultraschall machen. Na, da werden wirklich die Schwingungen, die werden auf das gesamte Material übertragen. Und das schwingt dann in der Flüssigkeit und wird dann echt sauber. Und so ein Ding kostet irgendwie 20 Euro, 25 Euro. Und ich nutze es auch zu Hause echt gerne für andere Sachen. Wenn du mal Werkzeug hast oder hast irgendwie verschmutzte Schrauben oder Krams oder so, eben Ultraschallbad. Manchmal auch ein bisschen Isopropanol damit rein. Na, das ist so ein Industriealkohol, wenn du was mit Schmiedeschlauchen hast oder so. Ausreichend, also das reicht jetzt eigentlich auch schon. Und da sieht man auch schon tatsächlich in der Lösung, dass die ein bisschen milchig geworden ist.
dass er tatsächlich. Da ist noch ein bisschen Blau aus der vorherigen und dann auch noch so, diese Teile zuerst abmachen, ja? Und dann das loslegen und dann die. Genau. Nach vorne. Ja, genau. Aber das überlegt sich gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das eine ganz neue ist. Es kann sein, dass man leicht mit einer Zange irgendwie da mal das mal machen muss. Das reicht auch wirklich, das Hand stark anzudrehen. Also das wird wahrscheinlich vom Werk aus, ist das wahrscheinlich so fest angezogen. Da müsste man, haben wir hier eine kleine Zange irgendwo, weiß jemand, ob wir hier so ein kleines Spaßnagel oder vielleicht oder zu groß schon. Erstmal die Nadel. Nagel ein bisschen und das kann man machen. Ja, genau. Okay. Ja. Erstmal Dinge drauf, das lösen, Nadel nach hinten ziehen und dann die ganzen Dinge nach vorne und dann nach vorne schieben. Und ich löse die auch mal, weil wie gesagt, das nächste Mal fragt er der nächste. Ich löse es erstmal vorne ein bisschen. Das habe ich jetzt aber nicht. So, und der nächste, der könnte schon mit der Hand irgendwie abdrehen. Ja, und das reicht, wie gesagt, auch Hand stark anziehen. Ja, man muss das nicht irgendwie wie bekloppt irgendwie anziehen. Ja. Ich habe es gerade probiert. Ich denke, wenn du das zuerst abmachst, wirst du die Nadel verbiegen. Da muss man wirklich aufpassen, tatsächlich, genau. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Farbe, wenn die Nadel schmutzig wäre und die komplett nach hinten ziehen würdest, wäre völlig unnötigerweise, würden alle diese Teile mit Farbe. Nur ein bisschen. Nur ein ganz schön. Genau. Genau. Ja, tatsächlich. Aufgebaut, ich stehe mal in Ihnen. Das hat auch noch ein bisschen. Das ist ein ganz anderes ist mit drin. Ja, darum glaube ich auch spielbar. Das ist echt ganz gut sauber geworden. Ne? Da kann man noch mal ein bisschen, ich habe hier noch so eine kleine Wattestäbchen, da könnte man noch mal mit reingehen. Ja, super. Dankeschön. Idealerweise habe ich bei mir zu Hause noch einen Druckluftkompressor, also noch einen großen, und damit blase ich dann das Ding jetzt dann noch mal richtig durch. Genau, also das ist dann der Idealfall. Du könntest mit der zweiten Pistole dann hier noch mal reinblasen. Genau, oder nicht? Das ist ja auch schon. Das ist doch nur eine andere. Aber nicht mit einer, wo dann Farbe gerade drin ist. Nein, ich meine, dass man da einfach nochmal eine Druckluftpistole verkauft. Tatsächlich, ich habe keine gefunden, dass du so eine kleine Mini-Druckluftpistole kaufen kannst. Das machen tatsächlich viele Leute, die sagen, ich habe noch eine alte Airbrush-Pistole und die nutze ich als Ausblaspistole. Ja, oder so. Okay. Ja. Dann kannst du deine Finger-Action kannst du ja nehmen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Wow. Ja, zum Glück haben wir es jetzt in Space, das heißt, ich muss es nicht selber kaufen. Ja. Das ist tatsächlich, wenn du tatsächlich die Düse austauschen möchtest, dann kannst du mit dem Maulschlüssel tatsächlich diesen Düsen einsetzen, weil der hat hier so eine Seite hier, so eine Ankerung, dass du mit dem Maulschlüssel tatsächlich die eigentliche Düse ausbringen kannst. Da kann man eigentlich wahrscheinlich schlecht sein. Nee, aber super. Ja? Ist auch ein Kaufteil, kann man irgendwie auch nachkaufen. Ist nicht teuer, ne, aber eigentlich gehen die nicht kaputt. Wenn man da, wie gesagt, die Nadel da nicht dran klopfen lässt. Man kann auch bedenkenlos mit den Fingern da reingehen. Ist halt dieser Glasreiniger mit Wasser. Da passiert also gar nichts. Ja,